In diesem Sinne, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Belastungsphase Savage Sonntag. Jawohl, ich habe euch das ja im vorherigen Video ja mal versprochen, mal ein Savage-Video hochzuladen im Online-Modus. Und ihr habt ihr das jetzt. Ich muss natürlich mich entschuldigen, dass ich noch nicht so ganz in guter Übung bin im Fliegen, da ich meinen Controller leider geschrottet habe und das Ganze hier an der Tastatur meistern muss. Aber das macht nichts. Übung macht den Meister, Freunde. Und jo, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. So, ich habe natürlich mich auf den Weg gemacht, um diesen Typen, na, irgendein Typen, das ist ja scheißegal, aber das, ihr werdet sehen, das ist genauso ein behinderter Stinger-Bob, wie ganz viele auch. Und ja, natürlich war ich der Meinung, wieso soll er mit seinem Aktenkoffer sich verpissen? Vollidiot, den gebe ich jetzt. Weil da war ja auch der Meinung, mir es zu geben. Und pass mal auf, Freunde, was er da versucht. Roms, der kommt nicht mal dazu zu schießen. Der guckt erstmal nur blöd aus der Wäsche rum, dieser Stingerhandel. Meine Güte, immer diese Bogenfotzen. Ja, wie gesagt, ich bin zwar noch nicht ganz perfekt, Freunde, aber ich bin noch in Übung. Ja, von daher, dass ich nachher selber abstürze, ist natürlich mein Fehler, weil ich den Hubschrauber halt nicht mehr unter Kontrolle halte. Aber es macht ja nichts. Ihr seht's ja, das Handling haut allmählich hin. Da fängt er an zu stingern. Und der trifft mich nicht mal, der Vollidiot, ey. Meine Güte, was für ein Genuss ist das, solche Leute zu schreddern. Und kaputt zu schießen. Richtig schön nochmal, am besten eine Null nochmal drum machen. So, hier hat er ein bisschen gehakt, weil ich habe noch Updates nebenbei am Laufen gehabt. Das muss ich natürlich jetzt mal ausschalten. Und jo, so, wieder umdrehen. Ich denke auch immer an die Deckung. Ne, dann weiß man den Bodenhanseln ja nie. Die Stinkerbobs. Nicht Stinkerbobs, sondern Stinkerbobs. Die stinken einfach nach Scheiße. Und so schon wieder hat er mich nicht getroffen. So, die Idiot. Zweite Rakete, nächste Rakete. Lol, ey. Ich lache mich kaputt. Was ist das für ein Typ? Tja. Jetzt hat er es recht Lust gehabt, ihn zu vernichten. Zack. So, habe ich nochmal ein U-förmiges U hingeschossen. Na, hingeschissen, wollte ich gerade sagen. Hingeschossen. Meine Güte, Leute. Ich hab's heute irgendwie mit der Aussprache. Naja, auch euer schönes Wetter draußen. Gibt ja auch eine Warnung vom Deutschen Wetterdienst, aber nicht bei GTA. Hier können wir minus 8 Grad aushalten, denn erfroren ist doch niemand, aber erstunken. So, ich habe mich jetzt natürlich entschlossen, dass ich da vorne im Stadion rumfliege, um halt den richtigen Anschusswinkel zu finden, dass ich diesen Vollidioten direkt dann gleich schreddern kann. So. Ja, nochmal Seitwärtsflug und jetzt Hände. So, und schon wieder will das Dinger, und schon wieder will das Dinger. Meine Fresse. Mann, ist das ein Vollidiot, Alter. Wovon träumst du eigentlich nachts, du Arsch? Ihr seht's ja. Ab und zu verliere ich mal das Handling, aber macht ja nichts. Zumindest bin ich in der Lage, Leute auch am Bogen zu töten. Ihr seht das ja. Ne, übervoll noch. Aber gut, ich hab trotzdem Spaß am Fliegen. Das ist immer noch mein größtes Hobby hier bei GTA Online. Jawohl. So, jetzt fliege ich hier mal ums Haus rum. Guck ich mal, dass ich noch einen Winkel ertreffe. Ah, das war leider ein bisschen zu hoch gewesen. Das macht aber nichts. Und jetzt versucht dieser Vollidiot, sich in der Garage zu verpissen. Jetzt geht er wieder auf Passivmodus. Jetzt geht er wieder raus aus dem Passivmodus. Mein Gott, ey. Den schießt sich doch eine Null aus Asphalt herum. Eine Null als Zeichen, so nach Motto, du bist scheiße, du bist nichts. Du scheiß Stinger, Stinker, Pop. Hm. So, aber nun, ich war ja so richtig heiß drauf gewesen. Ich habe mich nur noch auf ihn fixiert. Und vor allem dachte ich erst, na, wieso kommt denn da jetzt Verstärkung? Aber die haben sich ja nicht mal getraut, mich abzuknallen. Nein, immer dieser junge Stinger, Pop. Und ihr werdet das ja gleich merken und dann noch einige Leute dazu stoßen. So, natürlich jetzt mal wieder in Deckung. Ja, siehst du, das Ding hat er wieder, nämlich er versucht das. Aber er hätte mich eh nicht getroffen. Und runter, ein bisschen sinken. Genau, yeah. So. Zack. Ja, das war wohl nichts mit dem Jungen. Oh. Daneben. Du triffst einfach nicht. Du bist kacke. Du bist scheiße mit Kerzenstreu. Du Saftarsch. Huch. Da habe ich noch ein bisschen das Handling verloren. Macht aber nichts. Yeah! Zack. So,
So, wieder ein U. So. Oh, da ist hinter mir ein Hubschrauber. Ditch. Na. Irgendwie hakt er hier gerade ein bisschen. Das macht ja nichts. Ihr seht's ja, das läuft. Ah! Das liegt auch ein bisschen am Aufnahmeprogramm und an den Updates. Ah, jetzt aber. Zack! So. Meine Güte. Also, das krieg ich noch hin mit dem Handling. Perfekt, Handling. Ah, hier, siehst du? Aber macht ja nichts. So, jetzt mal wieder ums Haus rum. Mal gucken. Mal warten lassen, dass er dich bewegt. Ha! Na, das habe ich befürchtet. Er geht wieder zu seinen Aktenkoffern. Das habe ich befürchtet. Deswegen warte ich auf eine Entdeckung. So, da ist er, der Vollidiot. Ey. Shit, Frau Schmidt. Ja, ist er. Da, zack. Roms. Da rabbelt's. Ach Mensch, langsam war es doch echt ermüdend. Ey. Langsam war ich echt kurz davor einzuschlafen. Dass dieser Idiot einfach nicht quittet. Und jetzt versucht er mich mit einer Maschinenpistole abzuknallen. Ha, ha, ha. Ganz ehrlich, da lachen ja die Hühner. Affenei, ey. Ja, da versucht er wieder, sich da im Haus zu verpissen. Hinter die letzte Ritze. Aber nicht mit einem Savage, mein Freund. Ich kriege dich. Du Sack. So. Vollidiot, ey. Spacko. Mann. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht passiv geht oder quittet. Wie kann man nur so dickköpfig sein, ey? Meine Fresse. So. Der ist hoffnungslos aufgeliefert. Der weiß doch gar nicht mehr, was er machen soll, der Idiot. Weil er es eingesehen hat. Er ist scheiße. Und schon wieder geht er im Passivmodus. Jetzt geht er wieder aus dem Passivmodus raus. Weil er denkt, ha, den drücke ich jetzt mal in Lenkrakete rein. Arschlecken 380. Du Vollidiot. Du bist nichts. Du bist scheiße. Sehe ich es endlich mal ein, junger Mann. Ha! Mann. So. Mal wieder im Büro hier mal gaffen, hallo sagen. So, nächste Runde zum Angriff. Jetzt bist du am Arsch wieder mal wie immer. Jetzt fängt das schon wieder an zu stingern. Und er trifft mich wieder nicht, der Idiot. Der trifft mich wieder einfach nicht. Weil der Typ einfach nur scheiße ist. So, in dem Moment habe ich mich jetzt umgedreht. Die Kurve habe ich sehr, sehr gut hingekriegt, muss ich mal sagen. Ah. Macht er jetzt einmal kurz mal den Boden knutschen. Wupp. So. Und ihr seht, der Savage, der raucht noch nicht. Der versucht 100.000 Mal auf mich einzuballern, ey. Ich lach mich kaputt. Stück Scheiße, ey. Meine Güte. Wie armselig kann man nur sein. Aber na gut. Wenn ihm die Minigun schmeckt, kriegt er gerne nochmal Nachschub. Er versucht er sich auch noch im Gebüsch zu verstecken. Als ob er denkt, dass ich ihn nicht kriege. Ja, Delta. Ha, du Idiot. Mann, ich habe einen Kampfhubschrauber unterm Arsch. Ich kriege dich. Egal, wohin du bist. Und wenn du dich einer von den Garagen verpisst, kriege ich dich trotzdem. Oder irgendwie unter Brücken, ne? Wie das ja schon bekannt ist. Oder auf den Brücken auch mittlerweile. Mann. Naja. Auf jeden Fall... kommen da wieder gerade welche, ihr seht das ja. Und ihr seht's. Er macht nichts, weil die ganz genau wissen, dass sie Savage einen Minigun haben. Wer ist Musik geschossen? Und einige verstehen das natürlich nicht, was wirklich die Hauptwaffe von Savage bedeutet. Ja. Viele kriegen ja das nicht hin, mit einem Minigun zu schießen. Nein, was machen sie? Die kommen mit Lenkraketenwerfern an. Meine Fresse. Und dann heulen sie rum, wenn man die vom Himmel holt. Oh. Na, auf jeden Fall erstmal hier gelauert. Oh. Um halt auch nochmal ein bisschen zu ärgern. Ne? Aber der hat ja einen gepanzerten. Von daher habe ich gedacht, okay. Bring's hier gleich nochmal zum Schleudern. Und dann lass ihn los. Ah, nein. So. Wieder drehen.
uns mal wieder um den anderen kümmern. Der ist jetzt schon wieder im Passivmodus da hinten. Gut, bei dem habe ich leider schlechte Karten gehabt, Freunde. Aber gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, euer Dennis.